Pass auf, was ich mal ganz gerne machen würde, ist vielleicht was zu verkaufen. Hier war doch so ein Händler. Okay. Na, was brauchst du, Kumpel? Dein Geld. Aus dem Beutel. Eine Hauptzutat, wobei, das sind alles Sachen, die brauche ich, ne? Das sind so... Okay. Ich habe auch gesehen, man kann hier, Herstellungsliste, man kann jetzt hier einen Trank machen. Das kostet mich 2 Kraut, oder was? Ich habe nur 2 Kraut, aber ich kann maximal 10 Kraut haben. Ist das so korrekt? Und jetzt hat der automatisch... Du hast nicht genügend Materialien. Hä, ich habe doch Honig gesammelt. Oder wie? Herstellbar. Trank, faules Fleisch, Lähmungsbeschichtung. Was ist, wenn ich so einen Trank herstelle? Okay. Aber, Objektbeutel. Ich hatte doch Honig gesammelt, oder nicht? Hä? Ich hab doch diesen... Was? Den Bienenstock habe ich doch zerstört. Questtafel. Gut, hier gibt's auch noch was. Wie WoW hier mit den Ausrufzeichen. Ökologische Forschung. Yes? Du bist ein Jäger von der 5. Und dann hast du deine erste Quest abgeschlossen. Dies ist die ökologische Forschungszentrale, die ich leite. Sag mal, hast du da draußen Daten zu Monstern gefunden? Spuren, Kerben, sowas in der Richtung? Daten erzählen uns eine Geschichte über die Monster. Eine komplexe und interessante Geschichte. Deine Aufgabe da draußen ist es, die Monster zu verfolgen, Daten zu sammeln und die Studien voranzutreiben. Unsere Aufgabe ist, diese Daten zu nehmen und unsere Erkenntnisse für die Kommission aufzubereiten. Was wir lernen, hilft dir da draußen auch. Du verstehst also, dass wir einander brauchen. I'll be here. Schau hier jederzeit vorbei, dann zeige ich dir, woran wir gerade arbeiten. Die ökologische Forschungsgruppe. Die ökologische Forschungsgruppe ist eine Einrichtung, die Monster erforscht. Ihre Forschung können dir dabei mit dem Jagen und Untersuchen helfen. Wenn du Monsterspuren und ähnliches sammelst, erhältst du Forschungspunkte. Wenn du genug gesammelt hast, steigt deine Forschungsstufe. Und du erhältst Zugang zu neuen Funktionen und Informationen. Okay, Monsterlexikon, ja. Die Forschungsstufe steigt nicht automatisch. Wenn dem Ergebnis mit dem Erstatter der ökologischen Forschungsgruppe Bericht angezeigt wird, dann folge dieser Aufforderung. Aha. Forschungsstufen. Führung zur nächsten Spur. Kann ich irgendwas machen? Sora Magdaros, das ist jetzt ganz dicke Ding. Boni bei der nächsten Stufe. Lebensraum-Info hinzugefügt. Speerkäfer-Bonus. Ich kann noch momentan nichts klicken. Monster-Lexikon. Großjagras. Große Monster, kleine Monster. Okay. Der Großjagras ist der Rudelanführer der Jagras. Ist der hungrig, greift er auch Monster an, die stärker sind als er. Hat er Beute im Bauch, schwillt diese unglaublich an. Okay, ich soll ihn am Bauch angreifen, damit er sich übergibt. Geil, ey. Forschung 0. Anjanath. Der Anjanath durchstreift den uralten Wald auf der Suche nach seinem Lieblingsmal, Abtonoths. Dieses streitsüchtige Monster stürzt sich unzögern auf jeden. Druckwellen erzeugt von einem speziellen Organ. Greife ihn deshalb zuerst an. Ja, wie kann ich ihn denn speziell da angreifen, weißt du? Am Hals. Hm. Das ist der große. Ich finde das Artdesign ganz cool. Einfach so, weißt du, so ein bisschen gezeichnet hier. Kleine Monster, Jagras. Die haben wir ja schon gerade getötet, ne? Niedrigrangige Materialien, okay. Abtonoth, ein sanftmütiger Pflanzenfresser, der in der Rudel grast. Ach, den haben wir, glaube ich, schon gesehen, wenn das der war, der an diesem Wald da ist am Anfang. Rohes Fleisch gibt der. Okay. Gut, dann weiß ich hier schon mal Bescheid, dass ich hier hin muss. Was? Tortenmenü? Achso. Ausrüstungsinfo, Questinfo, Jägernotizen, Wunschliste. Gildenkarte. Palico-Info. Achso, der hat ja diese Sachen, ne? Okay. Guck mal, hier ist auch... kann ich die mitnehmen hier, oder was? Ach, ne. Ich dachte, das wäre Honig.
Ja, die ersten Folgen sind wahrscheinlich so ein bisschen noch ein bisschen holprig. Aber eigentlich finde ich sowas ganz, ganz amüsant. Gut, rede mit dem Schmied. Mit dem Schmied. Wir konnten noch mit dem Küpperin. Mit dem was zu labern. Hallo. Hallo? Hallo? Unser Lager im Urtenwald wurde vom Sora-Magadaros zur Tat zerstört. Nun, ohne Lager können wir kaum Forschung betreiben. Ich hoffe, wir finden bald eine Lösung. Okay, die labern einfach nur so ein bisschen Bullshit. Das heißt, ich gehe mal zum Aufzug. Aufzug. Und zur Schmiede. Hier, Obvious Quests. Kann ich nicht benutzen. Warte mal, gerade hier gibt es auch eine Luftschiff-Ingenieur. Okay. Die fünfte ist also angekommen. Greetings. Sei gegrüßt, ich bin der Luftschiff-Ingenieur der zweiten Flotte. Ich arbeite an fliegenden Maschinen, Luftschiffen und so. Du bist sicher neugierig, warum du noch kein Mitglied der dritten getroffen hast. Ja, das liegt daran, dass sie seit Jahren gestrandet sind. Kurz nach der Ankunft der Gelehrten von der dritten bestanden sie darauf, die große Schlucht zu überqueren. Also wurde ihr Schiff in ein Luftschiff verwandelt und los ging es. Die Überquerung der Schlucht lief gut, aber dann wurde ihr Luftschiff von einem fliegenden Monster angegriffen und stürzte ab. Natürlich war die ganze Aktion ziemlich waghalsig, aber da ich ihnen den Flug ermöglicht habe, fühle ich mich zum Teil mitschuldig. Seit jenem Tag arbeite ich daran, ein besseres Luftschiff zu bauen, eins, mit dem wir sie retten könnten. Aber wegen des ungemütlichen Wetters in der neuen Welt und der starken Winde in der Schlucht gab es immer wieder Rückschläge. Aber ich werde trotzdem nicht aufgeben. Okay, also irgendwann werden wir bestimmt mit so einem Ding fliegen können. Nehme ich mal an. So, rede mit dem Schmied. Hier, oder? There you are, Fiverr. Aha, wer ist das denn damit? Was? Wer ist denn da mit Materialien zurück? Komm nur her und willkommen in der Schmiede. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Es ist eigentlich ganz einfach, was ich mache. Wann immer du im Feld Materialien sammelst, nutze ich die, um sie zu Waffen und Rüstung zu verarbeiten. Komm einfach vorbei, wenn du etwas Neues oder Interessantes findest. Hier, ich gebe dir diese Materialien als Willkommensgeschenk. Du kannst sie zur Verbesserung deiner Ausrüstung einsetzen. Du kannst Monstermaterialien und Erz nutzen, um in der Schmiede Ausrüstung zu schmieden und zu verbessern. Okay. Ja, das ist Video. Ja, genau, du killst Monster, nimmst dir den Loot halt mit. Und dann kriegst du die Items. Alter, wie lange es dauert bei so großen Dingern? Geil, dass die Vögel direkt. Guck mal, die Vögel, die picken direkt was. Okay. Das heißt, ich kann jetzt Ausrüstung verbessern. Und sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel. Meine Rüstung, weiß ich nicht, der Kopf oder so, zur nächsten Stufe 1 Punkt. Stufe 1, Verteidigung 2, zur nächsten Stufe Verbesserung übrig 5. Rüstungsteile verbessern. Jedes Rüstungsteil besitzt eine Stufe. Durch die Verwendung von Rüstkugeln kannst du die Punkte erhalten, um die Rüstungsstufe zu steigern. Das Aussehen der Rüstung ändert sich dadurch zwar nicht, aber die Verteidigung. Die Stufe kann nur begrenzt oft gesteigert werden. Okay. Rüstkugel. Ah, stimmt, die haben wir eingesammelt. Ich habe zwei Objektbeutel. Das heißt, ich brauche eine Rüstkugel quasi, oder was? Benötigte Materialien, eine Rüstkugel. Anzahl 1 oder 2. Ich mache nur eine. Ah, okay. Verbessern. Es werden 40 Zenny benötigt. Ja, ist easy. Ah, I see. Kann ich meine Katana auch verbessern? Wenn du zuerst eine Waffe aus, die du verbessern möchtest, du kannst verschiedene Waffenmaterialien verbessern. Okay. Wenn du mehr Ausrüstung zur Verbesserung hast, okay. Ausrüstung schmieden. Die können auch wieder herabgestuft werden. Wähle mit dem Cursor eine Waffe aus. Wunschliste. Hast du einfach nur Materialien? Okay. Erzbaum. What? Eisenkatana. Liste. Ah, ich habe keine Ahnung. Verbessert. Baum. Hä? Was mache ich denn jetzt hier? Eisenkatana 2 benötigt Materialien 2. Das ist aber das gleiche wie quasi hier. Ne? Hier kann ich auch nehmen. Das wird der Baum. Das ist der Zoom. Erzbaum. Ah, okay. Also die drei Dinger hier, die zeigen alle das gleiche quasi. Ja, kann ich machen, ne? Ich habe 9 Eisenerz. Kostet mich nur 2. Das heißt, ich kann den erstmal schön
dick bestätigen. Okay. Voll die Motivation, ne? Häng so an der heißen Schmiede. Bestimmt eklig warm. Yeah, geil. Machen wir noch ein Schwert. Okay, und jetzt kann ich... Was ist das hier? Ah, dafür brauche ich schon irgendwas, was ich noch gar nicht weiß. Finde ich aber geil, dass das noch, dass das angezeigt wird, dass man Materialien noch nicht, weißt du, dass man die noch nicht gesehen hat, noch nicht kennt. Finde ich gut. Okay. Guck mal, ich kann mir jetzt noch so ein Ding verbessern. Ich habe noch eine Rüstkugel. So, theoretisch könnte ich meine anderen Sachen auch verbessern, ne? Aber ich bleib erst bei dem Katana. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich würde eventuell nochmal so Zwillingsdolche ausprobieren. Weißt du, die sind auch geil. Warte mal. Die machen wir auch mal direkt. Weil ich will die beim nächsten Mal ausprobieren, die Zwillingsdolche. Die fand ich, ja, ich rüste die mal direkt aus. Die fand ich auch extrem geil. Die haben zwar weniger Angriff so, ne, aber... Die sind halt, schlage ich halt zweimal zu. Ausrüstung schmieden. Das Schmieden von Ausrüstung, okay, die meisten Waffen können halt Ja, Ausrüstungsfähigkeiten sind praktische. Also ich lese dieses ganze Kram, das lese ich unbedingt hier vor, ist nur Tutorial. Okay, auf Fähigkeiten muss man achten. Ja, also wir haben verschiedene Fähigkeiten. Okay, angenommen ich will eine Waffe schmieden. Angenommen ich will, weiß ich nicht, Doppelkling schmieden. Zwillingsdolche, die habe ich ja, ne? Ah, ich, beziehungsweise die Level 2 habe ich jetzt. Heißt, ich könnte jetzt noch die Knochenbeile schmieden. Die Knochenbeile 1 schmieden und dann könnte ich die hochstufen. Ah, okay, die kosten mich Monsterknochen und Erz. Okay, dann weiß ich Bescheid, wofür diese Monsterknochen sind. Mache ich erstmal nicht jetzt. Palico-Ausrüstung schmieden. Standardausrüstung. Der hat momentan ein Lederset, ne? Eichelspaten, guck mal, wie das aussieht, Alter. Macht überhaupt kein Damage. Angriff 2, weißt du? Richtiger Bullshit. Okay. Legierungsset. Malachiterz. Punkte. Ach so, das kostet mich alles Punkte, okay. So, was ist Kinsekten? Insektengläven werden mit einem Kinsekt benutzt. Ah, okay. Kinsekt. Ja. Ein Kinsekt kaufen. Ne, ich kaufe erstmal nichts. Gut, okay, das wäre es jetzt mal gewesen. Anmeldebonus. Erhalte deinen Anmeldebonus. Horizon Zero Dawn. Ah, okay. Die Questlektion der Wildnis verfügbar. Ach, stimmt. Hier gab es direkt was für Horizon Zero Dawn. Und Honig. Okay, ja, von mir aus. Was muss ich jetzt machen? Rede mit der Wildtierexpertin. Wildexpertin. Gibt's hier sonst noch irgendwas Tolles? Hier ist die Objekttruhe. Was ist das hier? Kann ich hier hoch oder was? Zu einer Expedition aufbrechen, okay. Ich laufe mal so ein bisschen rum, ne? Dann kann ich mal so ein bisschen gucken, was hier so abgeht. Hier darf ich nicht rein, oder? Ah, okay, dein Raum. Also nicht dein Raum, so. Okay, da... Geier da wieder rum. Was ist hier oben? Versammlungsstätte. Geh mal kurz rein. Ja. Gut ist, dass die Ladesequenzen zu kurz sind. Sonst würde ich die halt rausschneiden, aber die sind eigentlich relativ kurz, dauern nur so ein paar Sekunden. Extrem angenehm. Sagte er und... Okay. Okay, die Versammlungsstätte. Die Himmelsstürmerin ist eine Versammlungsstätte, in der sich bis zu 16 Spieler zu Jagden treffen können. Ah, okay. Ja, dachte ich mir schon. Du kannst dort zudem andere Jäger zum Arm drücken herausfordern.
Die meisten sind auch im Offline-Modus verfügbar. Ja, wie ist denn der Offline-Modus? Ich glaube, ich bin gerade im Offline-Modus, oder? Weil ich mich nicht am Anfang angemeldet habe. Weil hier sehe ich nämlich auch gerade nichts anderes hier. Genau. Was ist das hier? Nachrichtentafel. Ach so. Und was will er hier? Jagdgruppenschalter. Oh, that reminds me. Vergiss doch nicht, einen Blick auf die Nachrichtentafel zu werfen. Also, bist du für eine Jagdgruppe bereit? Nee, will ich nicht. Nicht-Mitglieder können der online per Einladung. Nee, okay, hier kannst du quasi so Gruppen erstellen. Finde ich aber geil gemacht. Geil gemachtes Feature. Weil wenn du in der Gruppe bist, dann werden die Monster auch stärker. Das ist cool. Der hat ein Ausrufezeichen. Hi, willkommen beim Arena-Schalter. We have a special quest today. Wir haben heute eine ganz besondere Quest für dich. Ganz recht, eine Arena-Quest. Wir brauchen nur noch einen guten Namen dafür. Viel Glück, Jäger. Ich glaube, du wirst es brauchen. Das ist die Arena. Da sind Monster drin, gegen die du kämpfst. Aber bitte lass die Zeit und schau dir die Questliste in Ruhe an. Online-Sitzung, Suche oder Stelle. Nein. Questbeitritt und Questbeitritt, die von einem anderen Spieler bekannt gemacht wurde. Nee. Also das ist quasi alles. Und warst du schon mal in der Kammer der 5? Du musst nur durch die Tür dort gehen. Also gut, dann wirf mal einen Blick darauf. Okay. Das ist alles also so eine Online-Komponente hier, ne? Aber die Musik gefällt mir gut. Ja. Vergiss immer zu sprinten. Boah, das sieht so dämlich aus, wie er hier mit dem Kettending läuft. Kantine, ja gut. Gut, okay. Finde ich geiler auf dem Schiff hier. Nettes Feature. Werde ich vielleicht irgendwann mal so offscreen machen oder in einem anderen Spielverlauf, aber nicht unbedingt hier im Let's Play. Ich gehe mal zur Kantine. So, auf jeden Fall eine nette Sache. Wenn man irgendwelche fetten Monster hat und so und dann mit ein paar anderen Leuten zusammen. Let's get up. Ja, ich find's immer ganz geil, wenn man so ein riesen, weiß ich nicht, ob das riesig ist, aber ein großes Open-World-Spiel hat und dann kennt man noch gar nichts davon. Ich meine, ich habe doch keinen anderen Monster Hunter-Teil gespielt. Ich habe keine Ahnung, was Palikus gewesen sind und so. Und dann wird man hier so reingeworfen in die Welt. Man muss sich erstmal ein bisschen orientieren. Ich finde das immer ganz cool. So. Hier ist die Olle. Wildexpertin. Fünfer Bro, der sagt irgendwas. Bro, what up, Bro? Deine Partnerin und einen Appetit. Da kann sonst niemand mithalten. Okay, toll. Tolle Konversation, hat mein Leben bereichert. Hey there, Partner. Okay, als nächstes müssen wir uns um die Kestodons kümmern. Der Anführer des Feldteams hat gesagt, er kommt mit. Wollen wir mit der Suche des gemurrten Wald beginnen? Ah, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir Wildexperten hängen alle Hinweise, die wir finden, an der Questtafel aus. Dort kannst du dich auch zu Quests melden, du brauchst also nicht immer den ganzen Weg hier hochzukommen. Allerdings verpasst du dann das leckere Essen hier oben. Ja, okay. You can pick up quests from the quest board too. Alles klar. It lists the same quest that I've got. So don't worry about having to check two places. Gut. Nimm das Kestodon-Gedöns an. We're on the hunt. Lass uns in den uralten Wald gehen, um die Kestodon zu erforschen. Bekannt machen? Nein, ich will Quest beitreten, ne? Hä? Nee, tritt einer Quest bei, die von einem anderen Spieler bekannt gemacht wurde. Auf Notzeichen verfügbare Quests. Aufgaben. Moment, das ist jetzt, der Jägerrang ist nicht hoch genug. Da. Hä, ich verstehe es nicht. Ich dachte, ich könnte mir hier jetzt auch die Quests holen. Online-Sitzung ist doch auch nicht, oder? Mach eine neue Quest bekannt. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Oder ist es, mach eine neue Quest bekannt? Mach neue Quest bekannt machen. Optionale Event-Quests. Optionale Quests. Abgeschlossen. Hä?
Ein schlagendes Argument. Achso, das war das, was ich gemacht habe. Okay. So, was sind Event-Quests? Fingerübung. Zwei Großchakras-Nerven rum, die müssen weg. Okay, und was ist das hier? Aufgaben? Das Kästedon. Ja, das muss ich da annehmen. Okay. Ja. Spieler. Ah, hier kann... Passcode. Hier kannst du... Okay. Abschließen. Wenn du einen Bekannten machen eine Quest einen super Glückgutschein verwendet wird, wird deine Belohnung bei Abschluss der Quest ein Bonus hinzugefügt. Ah, okay. Zufällige Questbelohnung garantiert, das Belohnungsgeld wird verdoppelt. Du kannst pro Tag einen Gutschein erhalten, maximal 5. Okay, ich kann maximal nur 5 tragen. Möchtest du die Quest annehmen? Also, ich nehme den Gutschein aber erstmal für was Besseres, ne? Nicht für so eine Gammelaufgabe. Ja, ja. So. Das heißt, ich kann mir nochmal hier was zu fratzen holen. Mit Geld bezahlen. Ofen. Braten. Ja, ich hab... Achso, das brauche ich bei diesen Punkten, ne? Wie kriege ich denn Punkte überhaupt? Mit Geld bezahlen. Ich will, Gesundheit, Ausdauer. Ich nehme sowas. Fleischgericht. Ja. Die Musik ist auch ziemlich geil. Aber ich glaube, wenn du es irgendwann zum 50. Mal gemacht hast, dann wird es nervig. Geil, Angriff hoch. Jetzt hau ich die Dinger nur so kaputt. Ich denke mal, es geht, oder? Ja. Okay.